Ja, hallo meine lieben Modelleisenbahn- und Gartenbahnfreunde. Mein Name ist Frank von der Schönauer Eisenbahngarten und ich heiße euch ganz recht herzlich willkommen hier auf meinem Kanal der Schönauer Eisenbahngarten. Und heute gibt es mal wieder einen Real Talk und zwar reden wir einmal drüber, über die Reaktionsvideos, wie sind sie angekommen, mache ich sie weiter. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, das Teilen tut nicht weh, das Abo ist wie immer kostenlos und nach dem Intro geht's los. Ja, so meine Lieben, ja, würde ich mal sagen, quatsch mal drüber. Also, ich hatte ja letzte Woche, also vor Weihnachten, oder die Weihnachtswoche besser gesagt, habe ich ja jeden Tag ein Reaktionsvideo hochgeladen und habe da mal geschaut, wie das so bei euch ankommt. Tatsache ist es so, ich habe gleich von vorn weg, ich habe auch mehr Daumen nach unten gekriegt als auf meinen anderen Videos. Das liegt aber, ich denke mal, einfach auch am Format oder besser gesagt an Zuschauer, die den Kanal eben schauen von der Person, wo ich eine Reaktion drauf gemacht habe und die das einfach nicht gut finden. Traurig ist natürlich, dass muss ich sagen, dass man nicht einfach mal unten in die Kommentare reinschreibt, was ein nicht gefällt. Das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, immer so ein bisschen, naja, immer ist traurig, ja. Also es ist schade, dass man mir da kein Feedback denn gibt, was nicht gut ist, sondern nur einen Daumen nach unten macht. Ich meine, damit kann man es nicht verbessern. Ja, ansonsten habe ich natürlich auch eine Menge Daumen nach oben bekommen. Im Schnitt liege ich zwischen, sag ich mal, 75. Ich guck mal kurz rüber, dass ich nichts Falsches sage. Also, ich habe es mir mal hier aufgemacht. Ich liege so zwischen 70 und ja, so zwischen 70 und 90% circa positive Bewertung. Das schwankt immer ein bisschen. Die Aufrufe sind ganz gut. Meine Aufrufe allgemein sind im Dezember sehr, sehr stark nach oben gegangen. Das lag aber einfach daran, dass ich eben auch viel Videos hochgeladen habe. Ansonsten habe ich viele Abonnenten dazu gewonnen. Da freue ich mich sehr drüber. Vielen, vielen Dank dafür. Für die Abonnenten, die dazugekommen sind. Ich habe sowohl durch die Reaktionsvideos Abonnenten zubekommen, als auch durch die Real Talks und natürlich wieder durch den Livestream. Der Kanal ist so von der Wiedergabezeit in Stunden in den letzten 365 Tagen. Haben wir das Ziel, was ich mir gesetzt habe, ja, bald erreicht, diese 4000 Stunden. Wir sind jetzt bei, ich glaube, 3500, also 500 Stunden brauchen wir noch. Das sieht so ganz gut aus. Ja, ansonsten, Abonnenten, wie gesagt, da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Mal schauen, ob wir das schaffen in der Zeit. Ansonsten mache ich mit den Reaktionen weiter, ist ja die Frage. Mache ich mit den Reaktionsvideos weiter? Ja oder nein? Ja, ganz klar, ja, ich mache damit weiter, weil sie mir Spaß machen. Sie werden aber nicht jetzt so wie in der Testphase jeden Tag kommen. Ich schaue, dass ich vielleicht einmal in der Woche eins mache. Oder vielleicht auch zweimal die Woche. Das kommt immer ganz drauf an, wie viel Zeit ich eben auch habe. Ja, wie viel Zeit ich eben auch habe dafür. Und ich möchte den Kanal auch nicht, möchte den Kanal auch nicht überfluten mit diesen mit nur Reaktionsvideos. Weil wir haben ja auch noch diese Tutorials, die weiterhin kommen sollen. Und noch ein, zwei andere Sachen, die neu kommen. Aber, oder was heißt neu kommen, anders werden. Dazu kann ich jetzt bloß noch nicht so viel sagen, weil ich noch gar nicht so viel, noch gar nicht so viel, wie soll ich sagen, ich habe selber noch gar nicht so viel Infos sozusagen und es ist alles noch in Planung, wie es weitergehen soll. Aber wenn alles nied- und nagelfest sozusagen ist, dann werde ich euch natürlich da auch in den Real Talk einfach mal berichten drüber. Ja, wie gesagt, also ich sage mal, zwischen ein bis drei Real Talks will ich gerne in der Woche machen. Da kommt es immer ganz drauf an, wie viel Zeit ich habe. Wenn mal in der Woche kein Real Talk kommt, dann liegt es einfach daran, dass ich keine Zeit habe. Und wenn mal also gar kein Video kommt, dann ist es einfach zeitlich ein Problem, was ich habe. Und das ist dann aber auch nicht schlimm, ja. Also es werden immer wieder Videos kommen, wenn ich
Wie gesagt, wenn ich genug Zeit habe, produziere ich natürlich auch vor, aber man muss mal schauen. Ansonsten habe ich jetzt testweise einen zweiten Kanal aufgemacht, den Schönhunger Eisenbahngarten Spur G. Hab da alle Spur G Videos hochgeladen, die aber hier auf dem Kanal auch noch vorhanden sind. Und ich will mal schauen, wie das so läuft. Ansonsten ist sie euch vielleicht auf dem Kanal schon aufgefallen, weil alles, was mit Spur G zu tun hat, also nur Spur G, ist hier jetzt grün, mit einem grünen Thumbnail, also mit einem grünen, grünen Titelbild sozusagen versehen. Das habe ich gemacht, dass man das ein bisschen unterscheiden kann, und ich möchte jetzt einfach mal schauen, wie das alles so läuft. Für mich persönlich, das war eine ganze Menge Arbeit, jetzt den zweiten Kanal da alle Videos hochzuladen, und es ist auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen anstrengend nicht, aber ein bisschen ungünstig, weil ich muss zwischen den zwei Kanälen immer hin und her switchen, zu schauen, ob Kommentare sind oder. Das ist ein bisschen, gewöhnungsbedürftig, will ich sagen. Gewöhnungsbedürftig. Und wie gesagt, ist eine Testphase. Ich versuch's mit dem Kanal. Wenn es gut ankommt, dann lasse ich ihn. Ich mache die Spur G-Videos trotz dessen weiterhin auf diesen Kanal mit drauf, aber eben zusätzlich auf den reinen Spur G-Kanal. Warum mache ich das? Um einfach die Zuschauer, die hier eben alles schauen, von Spur G bis Spur H0 und die Real Talks und, die sich ja alles angucken, dass sie auch alles hier auf den Kanal haben. Für diejenigen, die sich nur für Spur G interessieren, die können gerne einfach auf den Schönhunger Eisenbahngarten Spur G gehen. Ich kann den noch gerne nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Und ja, also das ist eigentlich erstmal alles, was so die meine Auswertung, sag ich mal, der Testphase von den Reaktionsvideos, was ich da drüber denke, was ich darüber, ob ich weitermache oder nicht. Also ich mache weiter, weil es kommt gut an. Es kommt gut an, muss ich sagen. Wird gern gesehen. Na klar, man hat immer welche, bei denen gefällt es nicht. Das ist dann eben so. Aber schön wäre es eben, wenn die Leute, die eben denen es nicht gefällt, einfach mal eine konstruktive Kritik da lassen. Da wäre ich sehr, sehr zufrieden drüber. Und jetzt fragt er euch mal was anderes. Jetzt fragt er euch schon bestimmt das ganze Video: Mann, der hat seinen Bart abrasiert. Ja, Tatsache, ich habe meinen Bart abrasiert. Das aber nicht, weil er mir nicht mehr gefallen hat, sondern weil der Tatsache beim Arbeiten, bei meiner richtigen Arbeit eben wirklich sehr, sehr störend ist mit der Maske. Ja, mir rutscht dann die Maske immer hoch durch den Bart, und dann habe ich gesagt, nee, der muss jetzt ab, weil das ist total nervig. Und vor allen Dingen schützt die Maske mich ja dann auch nicht, wenn diese ständig nach oben rutscht. Ja, gut. Ich glaube, dann haben wir auf jeden Fall alles. Ich will gar nicht jetzt länger drumherum reden. Oh, was ist drumherum reden? Weiterreden. Mehr habe ich eigentlich gar nicht für den Real Talk von heute. Und ich mache den jetzt fertig, lade den gleich hoch. Also der kommt heute noch am 30. raus. Und ja, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, habt da Anregungen, dann schreibt es in die Kommentare natürlich rein. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Das Teilen, das ist wie immer kostenlos, wollte ich gerade sagen. Nein, das Teilen ist natürlich wie immer wäre schön, wenn das macht. Und ja, das Abo ist nämlich wie immer kostenlos. Und ich wünsche euch was, meine Lieben. Ciao, ciao.